Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar heute, ja, hier erstmal Serververbindungsproblem. Na klasse. Heute wird es wieder mal ein TOTW-Pack-Opening geben. Aber zuvor werden wir hier nochmal Champions League spielen. Und mal sehen, was es hier denn alles noch so gibt. Und bevor das hier alles richtig losgeht, ich möchte euch noch darauf hinweisen, am 16.05., also morgen am Donnerstag, wird es 16 Uhr einen Livestream geben. Genau, einen Livestream mal an einem anderen Tag. Ich glaube, an einem Donnerstag habe ich auch noch nie gestreamt. Aber morgen wird es das erste Mal so sein. Das wird nicht immer so sein. Das wird auch nur so sein, weil ich kommenden Montag nicht streamen kann. Da habe ich schon was anderes vor. Deshalb wird es am Donnerstag dafür einen Stream geben. Und dann haben wir schon dann insgesamt dann noch gerechnet mit dem Stream am Freitag, der dann auch noch kommen wird. Haben wir dann 3 Streams in einer Woche. Also, ja, das ist eine. Ich glaube, so viel hatte ich auch noch nicht geschafft. Echt krass. Aber wir wollen ja hier weiter Road to 200 Abos. Das läuft ja noch. Also da werden wir nochmal alles raushauen in den Streams. Und ja, dann haben wir hier auch schon gleich die Aktivitäten abgeschlossen. Und ja, dann denke ich, gehen wir jetzt rein ins TOTW. Vielleicht haben wir da ja nochmal Pack Luck. Wäre hier nochmal ganz nice in der Folge. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt schon alles abgeschlossen? Erstmal gucken hier. Ach nee, ich muss ja hier noch ein Spiel machen. Ja, dann mache ich hier noch schnell ein Versus-Angriff-Spiel. Ich werde es für euch wieder so machen, dass wir uns beim Endstand also wiedersehen. Dass ich das in höherer Geschwindigkeit hier zeigen werde. Weil ich finde immer so Gameplay und so, das ist ein bisschen langweilig. Wenn man halt nicht selber spielen kann. Ich glaube, da guckt man lieber Packs an. Also, ihr könnt ja eure Meinung mal in die Kommentare schreiben dazu. Und 104er Gegner. Also schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Eher Gameplay oder eher Packs? Würde mich mal echt interessieren. Und dann denke ich, sehen wir uns jetzt hier beim Endstand wieder. Ah, das war schade. 7:8 haben wir hier leider verloren. Und ich weiß nicht, ob 7:9 schon. 7:8 leider. War ein knappes Spiel. Ich lag zwischendrin mal 1:5 zurück. Habt ihr ja bestimmt mal kurz so gesehen. Bin dann sogar noch rangekommen auf 7:7. Aber dann halt hat in der letzten Sekunde hier nochmal ein Tor geschossen. Schade auf jeden Fall. Aber ist halt leider so. So, zack, zack, jetzt hier noch die ganzen Packs hier öffnen, damit wir hier das Tagesboni-Set zweimal öffnen können. Und das Wochenboni-Pack können wir dann dreimal öffnen. Da bin ich dann auf jeden Fall sehr doll gespannt, was wir da für einen Spieler haben. Ich hoffe natürlich auf einen 85+. Damit wir mal hier wieder ordentliches Packluck haben. Ja, ich weiß, in letzter Zeit hatten wir gutes Packluck eigentlich. Immer so 85+ Spieler. Aber vielleicht kann man ja auch mal einen etwas höheren bekommen. Gehen wir rein hier, Tagesboni Pack. Haben wir vielleicht Packluck? Was ist drin? Ah! Im ersten Pack ist leider kein Startspieler drin. Carlos Ruiz, 72. Nächstes Pack, komm. Vielleicht nochmal hier eine ziehen. Nein, schade. Es bleibt dabei, ich glaube, ich habe 2 Startspieler. Und hier jetzt noch La Juni. Okay. Und jetzt kommt Wochenboni-Pack. Komm.
Los, EA, gebt noch mal ein bisschen was. Erstes Pack. Ah. Ich glaube, das ist nichts Gutes. Nee, es ist leider nicht 71er Hofmann. Den habe ich jetzt wirklich, ich habe mitgezählt, zum dritten Mal schon gezogen. Also, EA müssten mal neue Spieler einfallen. Oder ein paar mehr. Oha, 6 verbleibende Gegenstände. Vielleicht ist da jetzt mal was. Jawohl, 18 POTM. Das ist ein guter. 18 POTM-Punkte. Und? Ah, lalala. Lala. Haben wir gezogen, aber immerhin schon mal ein Elite-Spieler. Denn jetzt kommt noch einer. Was ist es jetzt für einer? Was ist es? So, erstmal hier 150 Gems. Ligapunkte. 10 TOTW. 12 POTM. Nee, das ist ein ganz normaler 80 pro 1000 oder wie auch immer der ist. Und Leute, ich glaube jetzt, ich bin mir nicht sicher, wie viele ich jetzt habe. Also 81er haben wir jetzt hier nochmal gezogen. Ich guck noch mal hier bei TOTW rein, wie viel wir jetzt wirklich haben. Wie viele Punkte und wie viele Spieler. Also, hier. Team of the Week. Und... ach so, uns fehlt einer, sonst hätte ich gesagt, jetzt öffnen wir hier nochmal ein Pack, um hier auf einen guten zu gehen. Aber wenn uns noch ein 80er fehlt, dann ist eigentlich klar, dass wir den 80er bekommen. Okay, deshalb werde ich auch dieses Pack nicht öffnen. Ja gut, dann denke ich, 280 plus 80 plus Spieler, ist nicht das beste Pack-Opening jetzt gewesen, aber immerhin war es eins, immerhin nochmal 2 Elite-Spiele gezogen. Und ich würde sagen, denkt an den Stream morgen und am Freitag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.